Bin ich auf jeden Fall mal überlegen. Wenn ihr übrigens auch auf den Server wollt, ne? Ich kann es nur immer mal wieder gerne betonen. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu einem Video von mir. Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu Giants. Heute bauen wir uns mal ein bisschen am Baum. Heute bauen wir mal wieder ein bisschen an den Baum. Ich habe mal ein bisschen Holz, so, ne? Nicht viel, ist jetzt erstmal nur ein Stack, aber der sollte für den Anfang, denke ich, mal reichen. Ich muss vor allem, muss ich erstmal dran denken, dass ich mir einen Eingang lasse. Ich glaube, das hätte sonst fatale Auswirkungen, hatte das. Also auf jeden Fall, der Baum muss höher und der muss gesplittet werden oben. Also als ob das so ein aufgebrochener Baum ist. Das ist erstmal so Plan. Ich hoffe, ich krieg das hin. Ich weiß es nicht. Ich habe, wie gesagt, ich bin nicht so der Baummensch. Also ich habe noch nie wirklich... Oh, außer hier. Hier nicht. Hier muss der gerade sein. Bleiben. So. So muss er hier bleiben. Wartet. Ich brauche noch mal ganz kurz einen anderen Stein. Habe ich noch hier irgendeinen random Stein, den ich so nicht brauche? Ja, hier Koble. Nehme ich mir eine Pike mit. Ich habe doch hier irgendwo noch eine ganze... Mann, meine Ordnung ist mal wieder fantastisch, ey. Ach ja, meine Ordnung ist das Beste. Wartet, ich muss hier und dann muss ich jetzt... So, glaube ich. Eventuell wird es hinterher noch ein bisschen angepasst, aber so auf jeden Fall im Grundprinzip so. So, auf jeden Fall, die Hölle ist wieder offen, für die, die es jetzt nicht mitbekommen haben. Die Hölle, die funktioniert jetzt wieder. Also, wenn ihr irgendwas in der Hölle haben wollt oder so, ne, Quarz oder Glowstone oder so, ich weiß ja nicht, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Ja, ja. Wir werden auf jeden Fall gleich noch in die Farmwelt gehen und ein bisschen Holz farmen gehen. Wenn das Holz jetzt hier gleich leer ist. Ich weiß nur nicht genau, in welche Richtung Tannenholz gibt. Das ist so das kleine Problem. Und ich muss noch ganz kurz was anderes gucken. Also wartet mal. Ich brauche eine Axt. Eine Axt. Ich habe doch hier irgendwo eine Axt, oder? Ich hätte da Axt. Naja, die wird nicht mehr ewig halten. Aber naja, weil was ich nicht mag, ist, wenn das hier so gerade ist. Das muss hier irgendwie so ein bisschen abgekühlt werden. Machen wir so. So. Also auf jeden Fall, der mittlere Steg muss Bestandteil bleiben. Aber ich glaube, das ist okay. Hier wird es hinterher angepasst. Ich ziehe den erstmal hoch und die Feinmethodik machen wir später. Ich glaube, so sollte es ganz gut sein. Ich muss mal meine Katze entdeckt. Ich weiß nicht. Vielleicht hat die den Slendermann gesehen. Ich habe kein Bett. Ja. Ich muss zur Taverne, weil ich habe kein Bett. Ich bin zu arm für ein Bett. Ich bin zu arm für ein Bett. Am besten, wenn ich eigentlich wäre das gar nicht mal so schlecht, wenn ich gleich farmen gehen sollte, ein Bett mitzunehmen, weil die sind miteinander verknüpft. Ach ja, das Questsystem. Das Questsystem, das startet jetzt demnächst. Wie gesagt, ich muss die Items so machen und noch platzieren. Und das werde ich... Ist hier überhaupt... Gibt's hier ein... Ich bin verwirrt. Wo war... Da. Hier sind Zimmer zum Schlafen. Hier. Schlafen. Wow, das ging, ging flott. Ich habe mich nur einmal hingelegt. Was ist da los, Mann? Was war das? Ich habe nur draufgeklickt und es war instant Tag. Läuft. Cool. Okay. So, wir haben noch 16 Holz. Das verballern wir jetzt, ne? Und dann gehen wir mal in die Farmwelt. Weil, wie gesagt... Und, ja, okay, vorher sollte ich vielleicht nicht... Pizzhake marken. Ah ja, und die, wie gesagt, die Quest, das mache ich jetzt die Tage irgendwie. Ich versuche es irgendwo zwischenzuschieben, dass ich die Quests einbringe. Die Barriere werde ich wahrscheinlich demnächst schon mal entfernen und die Quests aufschreiben. Und ja, also sobald ich halt die Items weg, also platziert habe in dieser Welt hier übrigens, ne? In dieser Welt hier werden die verbunkert. Aber... die werden auf jeden Fall nicht leicht zu finden sein. Deswegen, also dieses mit diesem, was ich gesagt hatte in einem Ankündigungsvideo, da ist nicht mein Baum ist da hinten, mit der Belohnung und mit der, dass man sieht, dass die Quest schon abgeschlossen ist, das werde ich hinterher erst einbinden. Ich werde aber von jedem Quest-Items wahrscheinlich mehr verstecken, aber da bin ich mir noch nicht, was heißt verstecken, halt platzieren. Aber ich bin mir noch nicht so genau sicher. Ach, ich komme jetzt gar nicht mehr hoch, ne? Ich bin so geil, der... Boah, nee, ich bin so gut. Wir gehen Holz farmen. Ich mach mal eben eine Pike. Vielleicht finden wir ja unterwegs ein paar... Na, warte mal, wir machen uns einfach mal direkt zwei Äxte. Ja, reicht. Nein, hier.
und gehen einfach mal. Gucken, ob wir in der Farmwelt ein paar passende Bäume finden. Essen gehen wir uns auch nochmal holen. Denke ich. Wartet. Ich hab's gleich. Da. Ein bisschen Essen wäre vielleicht noch ganz angebracht. Würde ich sagen. Doch, doch. Hui, ho, ha, hu, hu. Hier wird übrigens. Ah, ne, hier ist schon was. Aber an den anderen Bäumen kommen ja auch noch was anderes hin. Aber wir sind derzeit an was anderes. Ich weiß gar nicht, sieht man das gleich schon von hier? Würde mich mal interessieren. Müsste man eigentlich vom Feld aus, müsste man, glaube ich, schon eine Andeutung sehen. Zumindest haben wir die Konturen gezogen, sage ich mal, wie es ungefähr hinterher aussehen soll. Ich weiß gar nicht, sieht man das von hier? Interessiert mich jetzt gerade selber. Nee, sieht man gar nicht von hier. Noch nicht. Noch sieht man es nicht von hier, aber wird man noch sehen. Früher oder später, wenn es größer ist. Weil das wird, glaube ich, mit Abstand das größte Gebäude werden. Das wird halt die PvP-Arena, ne? Und die PvP-Arena, die wird es nicht ohne haben, ey. Die wird es nicht ohne haben. Vor allem, wie gesagt, der wird wahrscheinlich gigantischer vom. Also, na, ich weiß nicht, größer wahrscheinlich nicht wie der Baum. Aber, ich glaube, mehr Klötze, kann man sagen. Also, der geht ja mehr in die Höhe. Aber das ist mehr so an sich riesig. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall, ne? Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. So, wir gehen mal in die Farmwelt und gucken mal, ob wir ein paar schnickige Holzdinger finden. Wie gesagt, wir brauchen halt auf jeden Fall Spruce Wood. Ich weiß nicht, wo hier genau Spruce Wood ist. Das ist jetzt hier die Frage. Wo ist denn hier Spruce Wood? Kann ich das hier irgendwo so ein bisschen erst sneaken? Ich glaube nicht. Doch, da ist ein bisschen Spruce Wood. Da könnte Spruce Wood anfangen. Wir gehen da mal hin. Dann ist das nämlich gar nicht so weit weg. Ich hatte es irgendwie weiter in Erinnerung. Weg, aber es sieht nicht danach aus. Hallo Zombie, na, wie geht's dir, Kollege? Ja. Weil das Holz, ja gut, wir brauchen extrem viel Holz, vor allem rohes Holz. Und das ist natürlich immer das Problem, ne? Finde mal rohes Holz. Und vor allem, es wird schon wieder dunkel, kann das sein? Das ist jetzt schlecht, weil wenn der gleich schlafen will, kann ich nicht schlafen. Dadurch, dass ich halt on the way bin. Und ich finde hier keine Schafe. Also zwei Wolle wären vielleicht echt ganz cool. Oder ne, drei, da. Ah, jetzt habe ich keine Schere. Egal, ich muss töten. Ich muss das Schaf töten. Ich töte es. Eine Wolle. Oder das ist ein Crafting Table. Ah, hier hat jemand gemeint, denke ich mal. Ah. Das ist jetzt echt nicht gut. Das Problem ist halt, der wird da gleich auf jeden Fall schlafen wollen. Und ich habe einfach kein Bett. Ich habe einfach kein Bett. Das ist jetzt sehr schlau. Ich sollte was essen. Ah, nee, du. Und der weiß nicht, dass ich aufnehme. Das ist doch das Problem, denke ich mal. Ansonsten würde ich einfach kurz liefen oder so. Das ist ja auch kein Thema. Ich glaube, das machen wir auch, wenn er gleich fragt. Weil wir sind ja nicht so, ne? Wir sind ja lieber Borschen sind wir. Und nachts ist hier, denke ich mal, Farm auch ein bisschen doof. Da ist das schon, denke ich, ganz cool. Ist da oben noch Holz? Nein. Wir brauchen auf jeden Fall nur only Spruce Wood. Na gut, da habe ich jetzt auch keinen Bock hochzuklettern, ehrlich gesagt. Hallo Skelettomatico. Alles klar bei dir, Skelettomatico? Gut, sehr schön. So. Ja, auf jeden Fall, bei der PvP-Arena hat sich halt so ein bisschen was geändert. Ne? Ich weiß nicht, ein oder andere hat es vielleicht gesehen, dass die Insel deleted worden ist. Es hat so seine Gründe, sag ich mal. Und wir platzieren das Ganze jetzt auf dem Boden. Und ein bisschen anders geplant. Und deswegen, ja, ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, aber wir werden da auf jeden Fall von Anfang an zu zweit arbeiten, anstatt alleine. Oder beziehungsweise mal arbeitet jemand dran und dann arbeitet mal wieder ein anderer dran. So kann auch halt gut möglich sein, ne? Hallo, Creeper. Und ja, deswegen muss man, naja, muss man mal gucken. Ich bin halt selber mal gespannt, ne? Was wir wahrscheinlich machen werden ist, ich weiß gar nicht, ist das schon bei Minecraft selber implementiert worden? Ich bin mir überlegen, so ein Plugin drauf zu ziehen. Es gibt so ein Plugin, wo nur die Hälfte des Servers schlafen muss, damit es Tag wird. Und das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht hier. Bin ich auf jeden Fall mal überlegen. Wenn ihr übrigens auch auf den Server wollt, ne? Ich kann es nur immer mal wieder gerne betonen. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu einem Video von mir, wo es
gedingstet wird. Wie heißt das? Wo ist, Wow, so viele Creeper. Aber die Creeper tun einen nichts. Wo alles erklärt wird, wie man auf den Server kommt. Das ist kein Thema. Eigentlich kann jeder auf den Server kommen. Es ist nicht schwer, auf den Server zu kommen, wenn jemand halt Interesse hat, auf den Server zu kommen. Jetzt habe ich ganz schön oft viel kommen gesagt. Ja, man kann es auch ganz anders deuten, das kommen. Aber naja. So. Auf jeden Fall, ne? Krieg ich den noch? Ich habe keinen Bock, mich da hochzubauen. Ich habe gar keine Pike. Oh. Ah doch, ich habe eine Pike mit. Ich bin ja richtig gut vorbereitet hier. Oh, hallo, Spider. Das ist aus Bruce-Furt hier, ne? Ja. Ne, auf jeden Fall... Wenn ihr halt Interesse habt, auf den Server zu kommen, ist kein Problem. Einfach das Video angucken. Da wird es erklärt. Beziehungsweise wird da erzählt, wie man auf den Server kommt. Wie gesagt, es ist nicht schwer. Es ist an sich nicht schwer. Und es macht Spaß, denke ich mal, ne? So. So, wie viel Holz haben wir denn? Ja, ein bisschen mehr als ein Stack. Also so zwei Stacks würde ich ganz gerne schon von dem Sprucewood mitnehmen. Eigentlich wollte ich das ja offscreen machen, aber ist das Sprucewood? Das ist kein Sprucewood, ne? Ne. Das ist Sprucewood hier, oder? Ich meine, das andere wäre Dark Oakwood oder so. Wieso haben wir hier Dark Oakwood rumstehen? Hallo Spider. Lol. Wie mir keinen Schaden gemacht hat. Obwohl sie mich genau angesprungen hat. Ein Essen verliert man echt schnell. Das ist echt nicht schön. Aber das liegt halt an den Hard, weil der Server auf Hard steht. Eigentlich wollte ich ihn runterschrauben bei dem Crash, aber das hat auch nicht so ganz funktioniert. Aber naja. Also auf der Seite von... Den Anbieter steht ja zwar auf normal jetzt, aber durch die ganzen Add-ons, die Plugins, müsste man alles separat nochmal umstellen, gucken. Vielleicht macht man das irgendwann mal. Und ich bin mir überlegen, so eine Art Halloween-Event zu machen hier auf dem Server, aber ich weiß nicht, ich bin mir noch nicht sicher, ich weiß nicht was, erstens, und zweitens bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das jetzt so mal eben gebacken kriege. So ein Halloween-Event, klar, ich könnte überall mal ein paar Kürbisse hinstellen und so, ich glaube, das werde ich auf jeden Fall, denke ich mal, machen. Einfach so ein bisschen schmücken, den Server. Wenn ich zu Weihnachten, weiß ich nicht. Zu Weihnachten muss ich mal gucken. Aber zu Halloween auf jeden Fall, denke ich mal. Ja, doch. Zu Halloween werde ich das, denke ich mal, auf jeden Fall so ein paar Kürbisse irgendwo hin verteilen oder so. Ist ja nur ein minimaler Schmuck, aber besser als gar nichts, finde ich jetzt. Ich habe keinen Bock, mich da hochzukrabbeln gerade, ehrlich gesagt. So, und wie gesagt, also ich versuche die Pause um 20 Minuten zu halten, weil irgendwie das Rennen bei Giant... Übelst lange dauert. Ich weiß nicht warum. Das ist total nervig. Ich weiß einfach nicht warum. Da rendere ich einfach mal eben 20 Minuten länger als bei Until Dawn. Was eine halbe Stunde geht. Wenn nicht sogar 40 Minuten. Ist ja immer unterschiedlich. Total krass. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, ich würde aber sagen, wir rennen jetzt auch noch zurück. Dann können wir eventuell noch mal ein paar... Ja, können wir noch mal ein paar Klötze verbauen. Sind ja jetzt fast zwei Stacks. Ich muss nur... Scheiße, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich kam von da. Ich habe mir die Codes nicht aufgeschrieben. Das ist sehr schlecht. Nee, warte mal, bin ich an... Hä? Doch, ich meine, ich kam von da. Das ist eine Fackel. Fackel deuten... Ja, doch, doch, doch. Das, ja, doch, klar. Da ist der Spawn. Ja, gut. Finde ich in Ordnung wieder. Ich habe jetzt ganz vergessen, die Codes aufzuschreiben. Und Slash Spawn und so. Wurde sich schon viel gewünscht, dass wir das einfügen für die Farmwelt halt. Aber, nee. Also es soll schon so ein bisschen, ne, so... Es sollte ja nicht alles zu leicht sein, sag ich mal, ne. Also ich meine, Codes aufschreiben und so. Klar, ist ein bisschen umständlich und alles. Kann ich auch alles verstehen. Ich habe es auch immer mit Z-Home oder Slash Spawn halt. Aber, naja. Werden hier die Brücke gebaut? Irritiert mich gerade so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob das noch Klapsi war oder so, oder ob das jetzt ein anderer war, weil ich meine, hier ist keine Protection. Die Protection beginnt erst da oben. Also rein theoretisch gesehen, aber das ist cool. Aber nur die Farmwelt wird halt irgendwann immer resettet, ne? Die Farmwelt wird halt resettet. Je nachdem, wie sie abgegrast ist. Hier kann man, hier kann ich schlafen, ne? Ach, man kann hier sogar durchgehen. Ah, okay, cool. Cool. Wird es hier gerade Tag oder Nacht? Ich meine nämlich, die sind miteinander verknüpft. Wird hier gerade dunkel? Es wird gerade dunkel, ne? Lol, dann sind die ja doch nicht miteinander verknüpft. Dann ist der Tag, der Zyklus genau umgekehrt. Dann ist es aber erst seit dem Crash, weil normalerweise sind die miteinander verbunden gewesen. Die Portale. Ich renne jetzt direkt mal kurz zur Tarf, weil ich meine, Travo, ja, ist online. Übrigens einer... Der sehr aktivsten mit Rona und Stadi, meine ich. Ja, tut mir leid, weil ich eure Namen jetzt nicht so behalten, aber ich meine auf jeden Fall, ja, die sieht man echt oft auf dem Server.
Richtig Respekt. Mal gucken, ob der liegt. Ja. Cool. Cool, 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 cool. So. Dann bauen wir jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen den Baum hoch. Weil wie gesagt, ich hatte halt vor, also ich kann es schwer erklären, aber so grob Erklärung. Es wird auf jeden Fall ein Baumstumpf sein, der oben zersplittert ist, kann man sagen. Als ob der halt abgebrochen ist. Kann man sich ja ungefähr, denke ich mal, vorstellen. Ey, du scheiß Spinne, es ist Tag, hör auf mich anzugreifen. Und da soll dann noch was rausgucken. Und dann soll da halt noch eine Brücke rüber gemacht werden, aber da muss ich halt mal gucken, wie ich das mache oder was ich dann genau auf der anderen Seite baue. Aber auf jeden Fall, so eine Art soll halt mein Haus entstehen. Nur ich bin, glaube ich, einer, der noch mit am weitesten zurückliegt, jetzt bis auf die, ja, wobei die Neuankömmling, der Travo war ja auch ein Neuankömmling und der baut extrem viel. Der hat immer was zu tun. Oder die drei haben immer was zu tun. So, wie komme ich denn jetzt hier am besten hoch? Am besten müsste ich mich hier irgendwie mehr so eine Stufe machen. Ich mache einfach mal so. So, meine Nase juckt. Das ist kein gutes Zeichen. Immer wenn meine Nase juckt, da passiert irgendwas. So. Warte mal, hier soll genau der Eingang rein. So, dann ziehen wir den nochmal ein bisschen weiter hoch. Den ziehe ich mir zum Schluss hoch. Den Steg, weil ich ja noch ein paar Mal da rein will. Und das Anpassen, wartet mal. Da, okay, da passt jetzt auf jeden Fall so eine Tür rein. Was ich machen kann, ist aber hier, denke ich mal. Wartet mal. Den Block hin, dass ich von unten nur noch so ein bisschen was machen muss. Wartet. So. Ja, die Form. Die Form ist noch nicht so das The Yellow from the Egg, muss ich sagen. Aber die kann man hinterher immer noch anpassen, die Form. Das ist ja das Angenehme beim Baum. Beim Baum ist es eigentlich immer ganz angenehm, erst hochzuziehen und die Feinarbeit, also die Akzente und dieses Feinding, erst hinterher zu machen. Weil das beim Baum eigentlich total sinnlos ist, wenn du versuchst, schon das richtig zu arbeiten. Einfach die Fassade so gesehen hochziehen. Und hinterher dann die Feinarbeit machen. Was ich zum Beispiel hier machen würde, ich glaube, ich runde den hier ein bisschen ab oder so. Bin ich mir aber auch noch nicht sicher, aber denke ich mal schon. Das Problem ist nur, ich weiß jetzt gerade nicht, wie weit wir mit dem Baum kommen. Der Baum ist ja auch sehr klein gehalten, wow. Bei mir. Deswegen werde ich den, denke ich mal, auch nicht mehr viel größer machen. Ich werde den jetzt hier oben, je nachdem, ob das der Holz reicht, zersplättern lassen. Aber ich muss noch mal ganz kurz nach unten, um zu gucken, wie hoch der jetzt im Endeffekt ist. Also ich bin ja nicht mal höher als der Baum und das ist ja noch ein normaler Minecraft-Baum. So hoch, ja gut, man muss aber bedenken, da kommt, wird noch was rauskommen aus diesem Baum. Halt so eine Art Turm, kann man sagen. So eine Art Turm. Ja, und deswegen, ich muss mal gucken. Die Form ist jetzt auch nicht so das Wahre, aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, weil ich muss den unten halt ein bisschen breiter machen. Das ist jetzt nur dieser Hauptstamm unten. Also hier an den Seiten wird er noch ein bisschen ausgebaut. So, ich muss mal ganz kurz gucken, wie hoch ich jetzt im Endeffekt bin. Nee, der muss noch ein Stück höher, das ist noch viel zu klein. Obwohl, wenn ich ihn zersplittern lasse, der wird jetzt so ein bisschen spitzer zulaufen. Könnte eigentlich reichen schon fast, aber ich glaube, ich werde den doch ein bisschen höher machen. Weiß ich eventuell, habe ich noch anderfarbiges Holz? Ja, das habe ich, das habe ich. Weil ich würde ganz gerne mir mal ein paar Leitern bauen. Ich weiß nur nicht mehr, wie die gehen. War das nicht so? Einfach so? Wartet. Muss ich mal ganz kurz selber gucken. Bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ja, so gehen die. Ah, okay, cool. Ich weiß nur nicht, wie viel ich brauche. Eigentlich bräuchte ich schon ein paar. 13. Ja, toll. 6? Komme ich mit 6 aus? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Haben wir noch anderfarbige Holz hier, aber ich glaube nicht. Ne, ist Spruce, oder? Wieso ist hier Spruce drin? Das brauche ich. Ah, das habe ich eben da reingelegt, ne? Weil dann würde ich mir ganz gerne schon mal so eine kleine Leiter hochbauen. Und den Baumstamm dann halt, ja, also wie gesagt, der hier unten wird dann eher so mein Keller entstehen, weil hier kommt halt so eine Leiter hoch, so, zack. Und dann kommt hier die Tür rein, so, und dann wird es hier noch halt Boden gemacht. Ob ich den da unten nutze, weiß ich schon nicht, aber muss ich mal gucken. Aber ich glaube, ich mache den hier mal zu. Jetzt. So. Dann werden wir den jetzt hier unten noch ein bisschen breiter machen, anstatt in die Höhe zu gehen. Denke ich mal. Warte mal, der Baum. Die Fackeln weg. Wartet. Muss ich selber gerade mal gucken, wie ich das am besten mache. Ich würde auch noch mal gucken, ob ich da ein paar Wurzeln rauskommen lasse, wie die bei den Giant Trees. Halt so. Ja, bei dem Riesenbaum sieht man das eigentlich mit am besten.
Ja, ich denke mal schon, dass ich den jetzt zum Beispiel so ein bisschen spitzer zulaufen lasse oder so, muss ich mal gucken. Aber ich denke mal, ja, irgendwie so. Bin mir aber noch nicht so ganz sicher, bin mir aber. Und man soll nicht da hochkommen. Also so soll man nicht da hochkommen. Da muss ich auch ein bisschen drauf achten. Oder will ich ganz gerne ein bisschen drauf achten. Ja, eigentlich würde ich den ganz gerne noch ein höher haben, aber wenn ich den jetzt hier drauf setze, ja, muss ich so machen. Wird er nämlich schräg. Das wollen wir nicht. Noch nicht. Feinmotorik, krumm, erst. Oh, jetzt habe ich auch kein Holz mehr, aber das ist auch ganz passend zum Part beenden. Also, ich werde den hier wahrscheinlich abholzen, weil hier wahrscheinlich sowieso die Brücke rüberkommt. Ich glaube, den kann ich eventuell sogar abholzen. Und ja, gut, ich bedanke mich dann somit fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Also, wie gesagt, wir beenden jetzt. Ich werde jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich auch ein bisschen offscreen hier ein bisschen was mache. Auf jeden Fall Holzfarmen gehe oder so. Ich versuche es halt, Leute. Ich versuche es. Aber ich bin halt selber erst ab 18 Uhr wirklich erreichbar, kann man sagen. Durch die ganzen Aufnahme, Render-Getrisse, Erlernen und all so ein Kram. Dauert es halt manchmal bei mir auch, bis ich vollkommen fertig bin. Das ist halt so mein kleines Problemchen. Auf jeden Fall gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute, und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Also, wartet. Erstmal noch echt. Erstmal echt. Haut rein! Ciao! Der Schrein sollte ja auch mal langsam einen Zweck haben. Die Opfergaben, wie gesagt, die werden noch ein bisschen auf sich dauern. Da muss ich mich erstmal schlau machen, wie ich das am besten mache. Das PvP-System wird ein bisschen verändert, wie gesagt. Das wird minimal halt ein. Ja, es wird verändert. Es wird nicht verändert. Das Prinzip bleibt gleich, was ich vorhabe. Es wird nur umgebaut, so gesehen. Das Gebäude wird halt anders gemacht, kann man sagen. Das kommt jetzt halt eher auf den Boden, weil die schwebende Insel, die hatte mehrere Nachteile als Vorteile. Ich meine, sie sah zwar geil aus und alles, da sage ich auch nichts gegen, ne? Aber das Problem ist einfach, dass. Erstmal, dass so eine fliegende Insel, die nimmt extrem viel Platz weg und nimmt auch teilweise den Anschein weg. Und ja, das hätte wahrscheinlich auch locker 3 Monate gedauert, bis die überhaupt fertig wäre. Weil, wie gesagt, ich bin der Einzige, der wirklich aktiv hinterher noch dran gearbeitet hat. Also als Klapsi mit der Mauer fertig war, war ich halt der, so mehr oder weniger der Einzige, der noch aktiv da was gemacht hatte. Und wenn ich allein an so einem Ausmaß dran gehe, das dauert zu lange, das schaffe ich nicht. Deswegen machen wir das jetzt auf dem Boden. Da wird mir Hackmi wahrscheinlich helfen, das zu machen. Es wird sehr groß sein und es wird imposant sein. Das wird halt so einen Boah-Effekt kriegen. Und es wird auf jeden Fall sogar größer als die Taverne. Und die Taverne ist vom Außen eigentlich schon echt groß. Ja, also das ist ungefähr das Dreifache von der Taverne hinterher. Ungefähr. Kommt ungefähr hin, ja. Auf jeden Fall, da bräuchte ich jetzt auch nicht zu groß drüber reden. Und was ich noch sagen will, wenn ihr seht, dass wir da daran bauen, also früher oder später wird man sehen, wo es ist. Und ich möchte euch bitten, da nicht rumzuwursteln, wenn wir da bauen. Weil das ist teilweise ein bisschen, ja, ich sag mal nervig, wenn man da...